Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Jöni hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich habe gestern bei einem E-Sports Cup von Mo Auber mitgemacht und hatte eine richtig geile Gruppe, unter anderem den Weltmeister Umut. Ich hatte Stylo, der richtig krank ist momentan, und Hazers, der letztes Jahr den Eligella Winter Cup offline gewonnen hatte. Und ja, ich dachte, ich mache daraus ein Video, weil ich finde, es macht immer richtig Spaß, gegen so bessere Gegner zu spielen, gegen E-Sportler. Und ihr könnt jetzt mal in diesem Video sehen, wie und ob ich überhaupt mitgehalten habe mit diesen Leuten. Und ich finde, solche Videos bringen auch immer Abwechslung rein. Schön episch geschnitten, so muss es sein. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr öfter mal gerne solche Videos sehen wollt oder auch gegen andere E-Sportler oder auch Weekend League Highlights. Lasst es mich mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar wissen, Leute. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir starten rein ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Okay, Leute, komm, haut die blauen Herzen rein. Es geht jetzt ran gegen Hazers. Der hat letztes Jahr, Dezember, den Offline-Cup von Eli gewonnen. Boah, was ein Team, ey. Das heißt, es konzentrieren, Mühe geben. Was? Nein! Oh nein, der Takt ist zu krass. Nein, halt den doch, Donnarumma! Gut, war das gespielt? Ja! Let's go, Alter! Was war das für ein Schuss? Ja, hau die scheiß Pille hier weg. Hau die Pille doch hier weg, ihr Alter! Let's go, Alter! Komm mal! Der fette Big Mac-Fresser! Oh, was rausgeholt, auch mal mitdenken. Egal, GG's, Digga, was geht ab, 2-2? Bruder, wie haben wir gespielt, ey? Was ist hier los? Wie haben wir gespielt, hä? Sehr stark, Bruder, wir haben gut mitgehalten. Wir haben gut mitgehalten, Digga. Das ist die Tabelle, Chat. Stylo auf der 1 mit 3 Punkten. Wir haben 1 Punkt mit Hazers. Umut hat 0 Punkte. Es ist soweit, Leute. Gegen den Weltmeister, gegen Umut spielen wir jetzt. Boah, bin ich ein bisschen nervös, Alter. Gegen Hazers war ich nicht nervös. Aber gegen Umut oder gegen Weltmeister zu spielen, ist schon eine Ehre. Let's go, Freunde. Auf ein geiles Game. Wir haben nichts zu verlieren. All or nothing. Jetzt heißt es Gas geben gegen Umut, FIFA-Weltmeister und für mich aktuell auch der beste Spieler der Welt. Das ist sein Team. Lucio, Touré, De Bruyne, Perisic. Okay, let's go. Ein Antritt von Theo Hernandez gewesen, Alter. Dark Jaja. Let's go, Alter! Ginola! Oh mein Gott! Cristiano! Cristiano, nein! Ah, Scheiße, Alter. Wäre gut ausgenutzt, die Luft. Fuck.
Nein, nicht sowas. Alter, Mann, ey, weil ich den Ball da vorne verliere. So eine Scheiße, ey. Nein, nein, Mann, das muss rein, sowas. Ja, der macht diese Taktik die ganze Zeit, ne? So wichtig, dass ich den Keeper da rausgeholt habe. Ja, komm, Mbappé, du Ninja Turtle, Mann. Komm, wieder so ekelhafte Ecken. Guck jetzt, Freunde, guck jetzt. Guck. Wir kommen die ganze Zeit vors Tor. Ey Mann, immer der letzte Moment fehlt. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Digga. Das kann nicht wahr sein. GG's in den Chat. GG's. Natürlich, er ist ganz klar der Bessere. Brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Aber, Bruder, diese Chancen, die wir hatten, Alter, in der ersten Halbzeit auch, wenn die reingehen, Mann. GG's in den Chat. Bruder, wir haben gegen den Weltmeister gespielt. Wir haben unser Bestes dagegen gehalten. Wir hatten, guck mal, die Statistik, Digga. Wir hatten auch 7 Schüsse gehabt. Ey, ich bin mehr als zufrieden, Digga. Ey, ich hab gekämpft, Leute. Ich hab gekämpft. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. So, manche Tore sind halt unglaublich schwer zu verhindern. Vor allem diese Ecken da. Ich hab keine Ahnung, wie man das verteidigen soll. Die kommen einfach so geisteskrank. Die sind auch perfekt einstudiert. Natürlich muss man das auch drauf haben, keine Frage. Aber es sind halt E-Sportler. E-Sportler spielen halt mit den Bugs. Die müssen damit spielen, kann ich auch verstehen. Die müssen mit den Meta-Sachen spielen. Und ich fand, wir haben sehr gut mitgehalten, Freunde, gegen den für mich aktuell weltbesten Spieler. Ich bin stolz auf uns. Okay, Freunde, ich spiele jetzt gegen Stylo. Wenn Hazards gegen Umut gewinnt, können wir weiterkommen, wenn wir jetzt gegen Stylo gewinnen, Chat. Stylo ist auch ein sehr starker Spieler. Stylo hat gegen Umut gewonnen. Überlegt euch das mal. Er hat gegen Umut gewonnen. Das ist das Team, womit er spielt, von Modas Team. Was ist das denn? Scheiße. Boah, war gut, Digga. Was? Was? Let's go, Alter, Cristiano. Mann! Boah, das hat der krank gespielt. GG's in den Chat. GG's auch an Stylo. Ey, wir haben ein super Turnier hier gespielt, Alter. Wir haben ein super Turnier gespielt. Was war heute los mit mir, Alter? Guckt euch mal die Statistik und so alles an. Guck mal hier, Statistik. 9 zu 4 erwartete Tore, 3,7. Digga, was geht ab? Wir spielen gegen E-Sportler und wir halten hier mit, Digga. Neue Taktik. Neue Taktik ist Meta. Sei ehrlich, wie habe ich gespielt? Sehr stark. Ich habe schon im Chat gesagt, das war Lucky Moon für mich. So, Freunde, das ist die Tabellenkonstellation. Wir sind leider als Letzter raus. Umut ist auch raus mit 3 Punkten. Hazers mit 4 Punkten weiter. Gegen den haben wir auch unentschieden gespielt. Der ist Erster und Stylo ist Zweiter, Digga. Ihr habt das gesehen hier. Wenn jetzt hier raus ein Video entstehen sollte für meinen YouTube-Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, Leute. Und ihr seht, Ernesto Valverde auch mal ein bisschen ein paar Taktiken umstellen und dann läuft es auch mal besser. Also wirklich, mein Kopf ist rot am Explodieren. Wir müssen noch ein bisschen ein paar Bugs einstudieren, ein paar Meta-Sachen einstudieren und dann können wir da auch vielleicht
schlecht mithalten, sage ich euch so, wie es ist. Wir haben sehr gut mitgehalten, braucht man gar nicht zu diskutieren. Außer Stylo hat sogar selber gesagt gerade, es war ein Lucky Win für ihn. Fand ich auch korrekt. Also hat er damit ja indirekt gesagt, dass ich den Sieg verdient hätte. Gegen Hazers hätten wir auch vielleicht sogar 3 Punkte holen können. Und dann wäre die Sache vielleicht schon ganz anders hier gewesen. Also wirklich GGs an den Chat und GGs an alle, die dabei gewesen sind. Ernesto ist raus, tschüss.